Da kommen wir doch schon her. Dann brauchen wir zumindest den Pfad nicht gehen. Kann man. Nee, mit der Palme kann man nichts anfangen. Dann wieder zurück zum Gipfel. Und bei Fleder waren wir, beim Anleger Dschungel waren wir gerade, Anleger waren wir auch schon. Krämer Bob können wir momentan nichts machen. Dann gehen wir mal zum Unglücksort zurück und geben unserem Freund den Comic, den Commander Rocket Comic hier unten. Mit dem Geld können wir uns im Laden wahrscheinlich irgendwas wieder kaufen. Das werde ich dann danach machen. Und da fällt mir auch gerade ein, dass ich unseren Kollegen hier wahrscheinlich nicht über alles ausgequatscht habe, was er uns sagen kann. Denn er schraubt hier, er feilt an seinem Motorblock. Geben wir ihm erstmal, nicht nehmen, geben. Geben wir ihm erstmal das Comicheft. So. Tja, Sparky, ich bin im gesamten Dschungel umhergelaufen und habe endlich ein Commander Rocket Heft gefunden. Hier. Danke, Joe. Als Belohnung kannst du mir eine von deinen Fallen geben. Joe, Ja? jemand hat den Gutschein aus der letzten Seite rausgetrennt. Ja? Wirklich? Naja, dann ist es nicht gerade nagelneu, oder? Sparky. Es ist doch nur ein Comicheft zum Kuckuck. Aber ich sammle Comics. Es muss nagelneu sein, sonst ist es wertlos. Das darf doch nicht wahr sein. Nichts gegen dich, Joe, aber zu Hause muss ich mir wohl ein neues Heft kaufen. Du kannst das hier behalten. Ich möchte nicht diesen blöden Comic, sondern eine Feile. Oh, die kannst du auch haben. Endlich. Nächstes Mal kannst du dir deine Comics selber kaufen. So, endlich haben wir, was wir gar nicht wollten. Es ist eins von Sparkys Werkzeugen. Aber ich wollte ihn eigentlich anquatschen auf irgendwas, was er mir geben könnte, vielleicht. Hallo, Sparky. Hallo Joe, was kann ich für dich tun? Ich muss jetzt gehen. Ich bleibe hier. Wir können ihn also auf nichts weiteres ansprechen. Dann gehen wir doch mal zu Krämer Bob und gucken, ob wir da irgendwas kaufen können, was uns vielleicht irgendwie weiterhelfen könnte. Ja. Falls das Spiel ein klein wenig unter der Framerate herumruckelt, liegt das daran, dass ich im Hintergrund noch ein Video rendere. Das könnte vielleicht die Performance dieses Spiels beeinträchtigen. Schließlich wird es von Scum4M nur emuliert. Ich habe bisher mit DOSBox keine guten Erfahrungen gemacht. So. Haben wir hier eigentlich irgendwas, was wir dem geben könnten? Wir könnten dem ja eine Banane mal geben hier. Der hat sich immer so den Bauch gerieben. Niemals. Es ist ja noch nicht Weihnachten. Okay, gut, dann eben nicht. Aber irgendwie müssen wir ja diese Sprache lernen von denen, um die zumindest verstehen zu können. So, mal sehen, was könnten wir uns hier denn kaufen? Flaschen, Gift. Wir könnten uns Gift kaufen, aber wozu? Reden wir erstmal mit Krämer Bob. Vielleicht haben wir ja noch irgendwelche Sachen übersehen. Wie geht's, Bob? Hallo, Joe. Ich habe noch ein paar Fragen. Also, was möchtest du wissen? So. Über Fleder Naomi verkaufen, verkaufen. Was verkaufst du denn alles? Alles Mögliche. Manches davon ist nur für besondere Kunden. Was hättest du denn gerne? Das möchte ich wissen. Wie wird man ein besonderer Kunde? Ich belohne Langzeit- oder hilfreiche Kunden mit dem besonderen Status. Wenn du besonders sein möchtest, musst du mich beeindrucken. Ich wollte mich nur ein wenig umsehen. Sag mir Bescheid, wenn du was gefunden hast. Ich glaube, das haben wir ihn schon mal gefragt, wie Wie ein geht's, besonderer Bob? Kunde wird. Hallo, Joe. Und, Ich habe noch ein paar Fragen. genau. Also, was möchtest du wissen? Was mit dem besonderen Kunden wissen wir?
Was gibt's hier noch? Nee, sonst nichts. Hat er uns, ich weiß jetzt nicht, ob er uns kannst schon alles über Fleder erzählt hat. Ja, was willst du denn wissen? Mal sehen. Ich glaube, das haben wir eigentlich alle schon gefragt. Was glaubst du, wird Fleder mit Azura machen? Ich habe Gerüchte gehört, dass sie mit Menschen Experimente machen. Äußerst seltsame Experimente. Sie könnten sie als menschliches Versuchskaninchen benutzen. Also müssen wir sie retten. Danke für die Auskunft. Es war auch mein Vergnügen. Ich wollte mich nur ein wenig umsehen. Sag mir Bescheid, wenn du was gefunden hast. So, die Netze kriegen wir nur, wenn wir besonderer Kunde sind. Ich frage mich, ob hier heute Morgen noch Goldfische drin waren. Können wir den kaufen? Ich möchte das gerne kaufen. Tut mir leid, mein Junge, aber es ist nicht verkäuflich. Dann kaufen wir doch mal das Gift. Ich möchte das gerne kaufen. Tut mir leid, mein Junge, aber es ist nicht verkäuflich. Was können wir sonst noch kaufen? Den Alkohol. Entschuldigung, ich würde gerne diese Flasche Alkohol kaufen. Aber gern, mein Sohn. Kann ich deinen Ausweis sehen? Ausweis? Ja, Ausweis. Du hast doch einen, oder, mein Sohn? Ich glaube, ich habe ihn zu Hause gelassen. Tut mir leid, mein Junge. Ohne Ausweis gibt's auch keinen Alkohol. Wir scheitern doch jetzt wohl nicht etwa an einem fehlenden Ausweis. Ich meine, unser junger Mann hier sieht doch dementsprechend alt aus, dass er sich Alkohol kaufen darf. Naja, versuchen wir erstmal andere Sachen zu kaufen. Entschuldigung, wie viel kostet das? Ich fürchte mehr, als du dir leisten kannst. So, Telefon. Entschuldigung, wie viel kostet das? Ich fürchte mehr, als du dir leisten kannst. Können wir uns denn so eine Flasche kaufen? Ich möchte das gerne kaufen. Tut mir leid, mein Junge, aber es ist nicht verkäuflich. Oh, genau, die Schallplatte. Entschuldigung, wie viel kostet das? Ich fürchte mehr, als du dir leisten kannst. Das ist schade, denn die Schallplatte würde wahrscheinlich genau auf den Schallplattenspieler bei Fleder passen. Haben wir mit Naomi schon alles geredet? Hallo, Naomi. Hallo, Joe. Was kann ich für dich tun? Ich möchte etwas kaufen. Was möchtest du denn kaufen? Wie viel kostet Wedgwood, der Papagei? Der ist nicht verkäuflich. Er gehört schon fast zur Familie. Tut mir leid, aber den würden wir nie verkaufen. Ich schätze, ich werde heute Abend einfach eine Pizza essen. Das war jetzt nicht sonderlich nett. Was ist mit dem Friseurstuhl da draußen? Der gehört zum Friseursalon des Dorfes. Ich kann sehr gut Haare schneiden. Nur kann ich meine Fähigkeiten kaum einsetzen. Das Problem ist nämlich... Die Leute hier wollen nur Topfschnitt. Da sitzt nämlich jemand drauf. Kannst du mir die Haare schneiden? Vielleicht ein andermal. Ich bin heute Abend mit Bob verabredet und muss mich fertig machen. Ich bin ganz aufgeregt. Ich sehe mich noch um. Okay. Also wir wissen schon, dass sie Parfum braucht. Das Parfum befindet sich vor dem Schiffswrack im Wasser, weil Faye, glaube ich, Faye heißt sie, das da weggeschmissen hat, aber ohne ein Fischernetz, was wir hier nur als besonderer Kunde bekommen, kommen wir da nicht ran. Ich verlasse jetzt diesen Laden wieder, da wir hier scheinbar nicht wirklich irgendetwas kaufen können. Können wir die Banane schälen? Ah, können wir. 12 cm lang, leicht gebogen und gelb. Yep, das ist eine Banane. Ich wollte gerade schon sagen, an was erinnert uns das? So. Wir haben zwar immer noch Geld, aber wir wissen nicht, was wir damit anstellen. Mal sehen, was haben wir denn im Inventar? Wir haben eine Pfeile, ein Feuerzeug, einen Plan, Geld, einen Staubsauger. Ja, das hilft uns alles momentan nicht wirklich weiter. Ich würde auch gerne mal entdecken, im Wald muss ja irgendwo das Amazonendorf sein. Also Krämer Bob, Fleder GmbH können wir nichts machen, beim Anleger.
Vielleicht ist da ja jetzt jemand. Nein, keiner da. Können wir auch gleich wieder zurückgehen. So, mal sehen, Anleger. Im Dschungel waren wir ja schon. Dschungel, Dschungel, Dschungel. Mehr gibt's hier nicht. Krämer Bob, Unglücksort. Na, gucken wir nochmal bei Fleder rein. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, was wir mit der Banane noch anstellen könnten. Beziehungsweise mit der Pfeile. Also, da kommen wir nicht rein, weil da der Hund wacht. Wolf! Wolf! Ruhig, ich gehe ja schon. Der lässt uns nicht durch. Der ist aber gut ausgebildet. Ja, der hat Abitur. Eigentlich habe ich keinen so großen Hunger. Eigentlich wollte ich die Banane dem Hund geben, vielleicht. Nee, ich behalte es noch eine Weile. Bringt also nichts, wir müssen dem Hund schon irgendwas anderes... voll mit süßem Nektar. Können wir die mitnehmen? Nicht geben, nehmen. Voll mit süßem Nektar. Ja. Schön. Den Bleistift können wir nicht mitnehmen? Können wir den Lichtschalter ausmachen und dann den Bleistift nehmen? Hey, mach das Licht wieder an! Ah. Ich versuche hier zu arbeiten. Tut mir leid. Schade, ich dachte, ich könnte dann den Bleistift im Dunkeln mitnehmen, obwohl... machen wir es doch nochmal. Hey, mach das Licht wieder an! Ich versuche hier zu arbeiten! Tut mir leid. Ah, schade, ich dachte... Oh, da kommen wir auch noch weiter. Ah! Klar, wenn wir nicht alle Räume kennen, dann... Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, glaube ich. Öffnen wir den doch mal. Ich kann nicht. Die Tür ist einfach zu. Und ich möchte gar nicht reinsehen. Was ist in der Küche so? Oh, Käsecracker, Käsecracker, Käsecracker. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Hey, du da! Stehen bleiben! Was, ich? Was machst du in meiner Küche? Könnte ich bitte einen Hamburger und Fritten haben? Mittagszeit ist schon vorbei und außerdem führe ich keine Befehle aus. Könnte ich stattdessen ein Glas Milch und Kekse haben? Sehe ich aus wie deine Mutter? Nein, du kannst keine Kekse und Milch haben. Und jetzt raus hier! Ich lasse die Deine-Mutter-Witze mal an dieser Stelle. Und gucken wir uns um, was es hier noch so gibt. Fleisch, Rindfleisch. Hey, du da! Stehen bleiben! Oh, du schon wieder! Ja? Hab ich dir nicht schon mal gesagt, du sollst rausgehen? Ich habe hier Küchendienst. Was? Du bist nicht Henry. Wer bist du? Ich würde sagen, ich bin Joe King. Man kann mich als Pilot anheuern. Nee. Ich bin vom Gesundheitsamt. Könntest du den Raum verlassen, während ich ihn inspiziere? Nein. Und jetzt raus. Solange du noch deine Gesundheit hast. Das war also definitiv die falsche Antwort.